Es ist ein Pilotversuch, der seinen Namen verdient. Auf der Suche nach Abstandssündern filmen die Piloten des Polizeihubschraubers den Abstand zwischen den Lastwagen auf der A12 kurz vor Frankfurt-Oder. Fährt ein Brummi zu dicht auf, wird der Drängler an einen Wagen der Autobahnpolizei gemeldet. Der nimmt dann die Verfolgung auf und stoppt den Übeltäter. Viele Lkw-Fahrer sind sich keiner Schuld bewusst. Ich wollte eben einen überholen, okay. Und dann sage ich aber, dass Überholverbot anfängt. Das Überwachungsvideo zeigt, er hatte höchstens 20 Meter zum Vordermann. Dabei sind für Lkw auf Autobahnen mindestens 50 vorgeschrieben. Hätte der vordere Lkw plötzlich bremsen müssen, wäre ein Auffahrunfall kaum noch zu vermeiden gewesen oder hätte zu solch waghalsigen Ausweichmanövern geführt. Allein im vergangenen Jahr kam es auf brandenburgischen Autobahnen zu mehr als 2500 Lkw-Unfällen, eine Zunahme gegenüber dem Vorjahr um fast 20%. Der Überwachungshubschrauber soll die Brummidrängler nun endlich zur Raison bringen. Davon versprechen wir uns, wenn der Hubschrauber über der Autobahn fliegt, dass der ein oder andere dann doch den Hubschrauber sieht und sagt, okay, Fuß vom Gas und ich halte den Sicherheitsabstand ein. Und die Folge natürlich dann weniger Verkehrsunfälle. Falls dies auf der A12 klappt, soll die Abstandskontrolle aus der Luft auch an anderen Autobahnunfallschwerpunkten eingesetzt werden.